Jo, da wollen wir jetzt mal den Doppelweichen hier ans Leder gehen. Und zwar mache ich das ja mal ganz gerne so, dass ich die direkt mit Strom versorge. Und zwar hier von innen, ich weiß nicht, ob man hier mal vielleicht hier so ein Dings hier von innen an den Verbindern werde ich sowieso alles zusammenlöten. Und da werde ich das gleich mit einbringen. Das heißt, wir machen erstmal hier so ein Kabel fertig. Moment. Gucken, dass wir das mal mit einem kurzen Stückchen hier bloß abkriegen. So, dann verzinnen wir das. Lötkolben ist heiß. Ja, klatscht er da unten. Egal. Wir brauchen jetzt gerade meine Mikrolitzen. Die brauchen wir natürlich gleich noch. Weil ich, wie ich das im letzten Video schon hatte, machen wir die ja. Ich hoffe, das ist laut genug hier, was ich hier mal aufnehme. So, wie ich das ja im letzten Video hatte, möchte ich das ja wieder direkt verdrahten nach innen. Darum soll es ja auch gehen mit. Da hatte ich es mit einer Weiche gemacht und hier heute mache ich es mit zwei Weichen. Im Grunde genommen ist das gar nichts anders, außer dass ich nicht außen direkt mit rangehen werde. So, da drehen wir das mal um. Und zwar habe ich hier schon mal markiert, alles was hier weiß ist, wie hier, 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 hier und da, da ist mein rotes Kabel anzuschließen. Das habe ich deswegen schon gemacht, damit ich im Vorfeld weiß, wo irgendwas angeschlossen wird. Während die beiden, hier kommt nichts dran. Ich gehe also wirklich nur heute hier in die beiden inneren Kontakte, versorge die Weichen von innen mit Strom und gehe natürlich hier auf die kleinen Kontakte außen mit den Mikrolitzen drauf. So, nee, die hätte ich gar nicht umbiegen brauchen, fällt mir gerade ein. Da habe ich jetzt ein bisschen Quatsch gemacht, aber ein bisschen können wir es lassen. Und zwar werden wir das jetzt von der Seite, jetzt muss ich es mir mal fast merken, das ist jetzt die Seite hier hinten, wo ich, ich lege mal den Schraubendreher hier hin. Da kommt die rote Litze dran. Da muss ich mal gucken, wie ich das sowieso am dümmsten mache, weil ich die eigentlich, nee, ist egal. Ich werde erstmal das Ganze in sich verlöten. Mache jetzt das Ganze mit Lötwasser fertig. Das heißt, einmal hier schön einstreichen, dass das unter diese Verbinder rinnt. Die sind ja leider bei den Rokokleisen hier nicht, ja, die lassen sich nicht löten selber. Ich kann also wirklich nur die Gleise als solches löten, da die Verbinder das Lötzinn nicht annehmen. Aber gut, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Dadurch, dass ich das ja mit Lötwasser mache, rinnt das sehr schön in die Gleisverbinder rein. Das werden wir gleich mal machen. Und zwar einmal von der Seite und immer nur von außen. Das werdet ihr alle selber wissen. Jetzt haben wir aber einen sehr großen Lötklecks da oben drauf. Den müssen wir nachher wegmachen. Bitte ausstreichen. Und von der Seite hier unten. Aber bevor wir das ausstreichen, Quatsch, bevor wir das wegmachen, das wird nachher weggeschliffen, werden wir ja die Hauptstromversorgung einbringen. So, jetzt haben wir es an sich recht gut miteinander verlötet. Also ich versuche da wirklich alles immer zu verlöten, auch die Flexgleise überall, so dass eben die Problematik mit den ganzen, ja, wie soll ich sagen, mit den ja, schlechten Stromverbindungen gleich aus dem Weg schaffe. So, hier unten haben wir jetzt rot. Das heißt, wir kommen von unten ran. Das wird jetzt wieder ein bisschen fummelig. Vielleicht knicken wir es doch hier vorne ein klein wenig ab. Wie könnte ich denn das mal? Nee, brauche ich eigentlich nicht. Ich komme direkt von unten ran. Komm mal her, vielleicht muss ich mir so eine dritte Hand hier mal holen. Sorry für meinen Arm jetzt hier rüber. Die habe ich hier drüben im Regal klemmen. Macht sich vielleicht doch ein klein bisschen besser, wenn wir uns mal die Weichen hier, ja, fixieren in irgendeiner Form, so gut es möglich ist. Das macht sich jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen blöd. So. Und dann knicken wir sie nach oben. Ja, das müsste gehen. Ich hoffe, das kriegt man auf der Kamera noch hin. Aber ich denke, das müsste noch irgendwo passen. So, dann kommen wir von unten. Hier haben wir jetzt den weißen Strich dran gemacht. Warte mal, das stört jetzt hier. So müsste es doch passen. Jetzt
gehe ich also direkt hier unten dran. Na komm. Ja, das ist jetzt schlecht, da ranzukommen. Man will es ja später auch nicht sehen, ne? So, obwohl die Seite jetzt sowieso Anlagenrückseite ist. Das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, aber ich möchte es natürlich trotzdem wissen, dass es nicht irgendwo alles im Weg rumhängt. Das gefällt mir noch nicht so richtig. Sollen wir noch ein bisschen näher rangehen? So. Ich hoffe, mein Kopf hängt nicht im Bild. So, jetzt gehen wir mal noch ein bisschen mehr von außen ran. Hier, komm. Gucken, dass wir die Schwellen nicht mit dem Lötkolben alle platt machen. Ja, jetzt habe ich aber ein bisschen mehr oben verlöten. Jetzt sitzt es. So, glänzt auch schön. Glänzende Lötstelle ist ja in dem Fall gut. Und jetzt die andere Seite, die spannen wir auch hier in die Krokodilklemme ein. Und jetzt werden wir mal versuchen. Ich weiß gar nicht, ob man nicht glaubt, das wird richtig blöd sein, dass man das jetzt hier so sieht, was ich mache. Aber gut, wir müssen es jetzt irgendwie erledigen. Und dann können wir das mit den anderen kleinen Drähtchen ein bisschen besser darstellen. So, aber ich hoffe, dass man es trotzdem irgendwo sieht. Ja, wie gesagt, so verlöte ich halt meine Gleisanschlüsse. Quatsch, was erzähle ich denn für Blödsinn? Ja, doch, Gleisanschlüsse schon, aber hier in dem Fall geht es ja um die weichen Anschlüsse. Komm. Ja, das ist fest. So, jetzt können wir uns das Ganze gleich nochmal angucken. Ich mache das mal wieder weg hier. So sieht das Ganze jetzt aus. Die werden nachher nach innen gebogen, sodass im Grunde genommen hier durch die Platte nachher ein Loch kommt, wo das in der Mitte durchläuft. Aber das war es ja noch nicht. Wir müssen ja jetzt im Grunde genommen die Laschen jetzt hier diese und diese anschließen. Das machen wir den kleinen Litzen, wie wir das eigentlich beim letzten Video gemacht haben. Die waren ja runtergefallen, da sind sie. Und da hatte ich mich ja für rot, Quatsch, für grün und blau entschieden, weil das Farben sind, die ich so selten irgendwo verwende. Und für hier unten drunter ist das völlig ausreichend. So, dann machen wir mal ein Stückchen ab hier. Abisolieren mache ich das im Grunde genommen nur mit so einer Flamme. Nur ein kleines bisschen, das geht sofort weg. Und dann können wir das hier drüben, in dem Fall nehmen wir jetzt grün für rot. Genau. Das ist jetzt hier oben, weil hier ist weiß angemarkert von mir durch das Löchlein durch. Ich hoffe, man sieht es in irgendeiner Form, weil wir ja doch mit so einer wahnsinnig kleinen Spur hier arbeiten. Jetzt habe ich natürlich noch ein grünes Kabel auf dem grünen Untergrund. Aber lasst euch jetzt gesagt sein, ich habe das hier durchgefädelt und werde es bloß kurz hier oben einlöten. Hier werde ich jetzt kein Lötwasser drauf machen. Das ist hier überhaupt nicht erforderlich, das bisschen Kram. So. Ist es schon. Ich hoffe, man sieht das. Hier unten ist das grüne Kabel. Ich versuche mal, ob man jetzt, wenn ich hier, da sieht man es doch ganz gut. Das grüne Kabel und das geht halt hier oben angelötet. So, das ist ja der weiße Anschluss. Das heißt, das geht jetzt hier zu dem und danach weiter nach hier unten zu der Öse, also zu dem kleinen Lötpunkt da unten drunter, ne? Machen wir am besten gleich. Wir machen hier ein bisschen mehr weg. So, dass wir nachher hier ran können. Schön. Gehen jetzt hierher. Machen wir am besten mit dem Messer hier, mit dem Cutter wieder weg hier. So, weil das kriegst du ja mit der Kneifzange gar nicht durchgeknipst, diesen Draht. Auch hier. Kurz abisolieren. Mit Wärme. Fädel das gleich mal in der Mitte durch. Fädel das hier wieder durch die kleine Öse. Das ist natürlich alles sehr, sehr fummelig. Da ist es durch. Und muss dann auf der Rückseite, ist es durch oder ist es nicht durch? Nee, ich glaube, das war noch nicht wirklich durch. Und wenn, dann muss ich es natürlich sehen. Jetzt haben wir es. Da ist es. Seht ihr gerade nicht, weil ich wahrscheinlich außerhalb der Kamera bin. Aber hier oben. Gehen wir raus jetzt hier. Machen wir noch ein anderes Licht an. So. Da ist es.
So, wenn das jetzt da ein Stückchen zu lang ist, ist das überhaupt nicht schlimm. Ich lege mal jetzt hier ein Klötzchen drunter, dass wir mit den Kabel unten bleiben. Machen wir das jetzt hier auch fest. Es würde eigentlich schon ausreichen, wenn man das mit dem Lötkolben, das isoliert sich dann auch schon weg. Aber das ist alles mir lieber, wenn ich es vorher gemacht habe. Und dann können wir das mit so einer kleinen Zange hier ganz gut nochmal den Überstand abknipsen. Da mit den Zangen geht das gut hier. Gut, das haben wir. Ist ja eine relativ schnelle Geschichte. Und jetzt gehen wir hier auf den roten mit, weil wir haben ja gesagt, alles was weiß ist, geht da drauf. Werde ich das Kabelchen hier ein bisschen mal zusammennehmen, zusammendrehen, dass wir da ein bisschen Material haben. Na komm her, ja. Ich glaube, ich rutsche immer aus der Kamera raus. Aber da sieht man blöd, weil die so weit oben hängt. Ich will ja da nicht dran stoßen. So, abisolieren am Ende. Bloß kurz. Ja, jetzt haben wir es. So. Jetzt am besten mit der Pinzette nach unten drücken. Jetzt habe ich da gerade die blöde Pinzette hier, aber ist egal. Die hat nicht so einen guten Grip. Die war billig, sagen wir mal so. Und da hat man natürlich dann schlecht zu greifen mit. So, jetzt will ich die gleich hier außen wieder mit hochbringen. Da sieht man es ganz gut. Gut, ich hoffe auch in der Kamera oder auf dem Video. Jetzt löten wir das hier unten einfach mit ein und das Ganze entzieht, ohne die Finger zu verbrennen. So, jetzt gucken wir noch mal, ob das auch hier guckt, hier so ein bisschen weg, aber der scheint in der Mitte. Jawohl, der ist angelötet. Drücke ich hier bloß ein bisschen ran. So. Das haben wir. Ja, da ist er schon wieder ab. Da ist er wieder ab. Das bringt auch nichts. Ich habe es gerade gesehen, dass das hier oben unter dem roten Kabel ein bisschen blöd drunter hängt. Ich guck mal ganz kurz, wo ich denn die andere Pinzette. Wenn man sie sucht, findet man sie gerade nicht, aber ich habe noch genügend andere. Mal, nee, die ist schlecht. Nehmen wir eine Spitze oder die hier, die gebogen ist, gut. So. So, die haben mehr Halt jetzt hier. Weil ich muss ja jetzt hier irgendwo um dieses rote Kabel drumrum und das jetzt hier von der Seite mit einzulöten. Ich hätte es vielleicht vorher mal verzinnen sollen, mal an. Verzinnen, so richtig geht das ja nicht bei den kleinen. Oh, jetzt habe ich es, jetzt ist es drin. So, nee. Großklappe. Moment. Das, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht hier, was ich hier mache. So, jetzt von oben. Schön vorsichtig. So, jetzt nehmen wir das Blaue. Machen den ganzen Kram, jetzt packe ich mal ein bisschen mein Zeug hier weg, das wird langsam ein bisschen Fülle, ja. Machen das Ganze im Grunde genommen auf der anderen Seite nochmal genauso. Und dann haben wir die Weiche schon verlötet. Ich werde das trotzdem der Vollständigkeit halber hier fertig machen. So, und abisolieren. Dann durchstecken durch die Öse auf der anderen Seite. Ich hoffe, dass man das ein bisschen auf der Kamera, wie gesagt, sieht. So, umbiegen und verzinnen. Ich werde diesmal anders arbeiten. Ich werde es, ja, aber man macht man ja auch nicht jeden Tag, hier bin ich ehrlich. Ich hoffe, das Mikrofon raschelt nicht so doll hier. Ich habe das ziemlich dicht am Geschehen dran. Das habe ich jetzt bloß gemacht, damit man es halt wieder besser versteht alles. So, der war ja fast ausgeglüht. Dann verzinnen diesmal. Vielleicht geht es doch ein bisschen besser. Also richtig bei diesen kleinen Drähten hier hat man da nicht die Möglichkeit, Zinn irgendwo vorher schon dran zu kriegen, weil das ja wirklich bloß dieser kleine Draht ist. Und jetzt gehen wir hier drüben
an den schwarzen. So, klatsch, das klappert wahrscheinlich tierisch laut. Ja, ein bisschen rum. Und dann löten wir das ruhig zu lang an. Ich kneife es nachher nach oben hin ab. Wichtig ist, dass es schön drauf liegt da. Jetzt sieht es ganz gut aus. Und ein bisschen Lötzinn ist noch am Lötkolben. Und jetzt müssten wir es schon haben. Ja, hier oben guckt es raus. Ist es aber auch fest? Ja, es ist fest. Nee, es ist nicht fest. Menschenskinder nochmal. So, nochmal runter. Wie gesagt, hier fehlt eindeutig die Möglichkeit, dass man diese kleinen Drähtchen, vielleicht könnte man es mit Lötwasser noch ein bisschen, aber ich will ja nicht zu doll rumsellern hier. Jetzt habe ich aber eigentlich, wie oft sage ich hier eigentlich. Ja, okay, wichtig ist, dass hier oben das Gleis schön nachher glatt bleibt. An der Seite hier habe ich es ein bisschen, aber das geht schon, das machen wir wie gesagt ein bisschen mit der den kleinen Seitenschneider hier gerade. Schneiden wir das ein bisschen weg hier, was übersteht. So geht es doch schon. Gut. Und mit dem anderen Ende, hier können wir natürlich jetzt den praktischen Schneider nehmen, weil der kann das. Kleinen Draht mal wieder weg. Und weggenommen. Und versucht durch die Öse zu stecken. Ja, ja, die Spur end. Das ist alles sehr, sehr Fummelkram. Aber bei größeren Spuren gibt es eben bestimmte Dinge, die da auch nicht viel leichter gehen. Und da gehört wahrscheinlich auch das Anlöten von solchen kleinen Drähten dazu. Die sind natürlich bei einer bestimmten Größe oder wenn man so einen kleinen Draht hat, das geht nun mal nicht anders, ne? Okay, haben wir auch dran. Und im Grunde genommen war es das schon. Jetzt kneife ich hier bloß wieder den kleinen Überstand ab. So, zack, da weg ist er. Hier drüben hatte ich ihn ja gar nicht erst. Jetzt kann man das natürlich, wie gesagt, hier sind die Drähte, die nachher runterführen. Und jetzt könnte man das noch ein bisschen, wie ich es auch schon gemacht hatte, mit Sekundenkleber nach innen bringen, so dass das nachher nicht stört. Beziehungsweise irgendwo raushängt und zu sehen ist, das will keiner. Aber die sind ja so klein, die Drähte. Ich glaube, weiß gar nicht, ob man die überhaupt jetzt hier sieht. So, da machen wir jetzt mal noch einen Klecks drauf. Da muss man natürlich wirklich aufpassen, dass der Kleber nicht in die Weiche unten reinläuft. Und dann vielleicht sogar noch die Mimik da unten irgendwie verklebt. Also hier in dem Fall ist weniger mehr. So, aber der bewegliche Teil befindet sich ja nach wie vor hier außen. Hier sind ja die Gelenke und hier innen drin ist eigentlich nichts, was man da irgendwie kaputt verkleben könnte. Aber trotzdem sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein, gerade bei den Weichen, dass da eben nicht zu viel dran passiert. Gut, schön ist anders, aber man sieht es nicht, ist ja klar, man legt es ja nachher so hin. Dann wird es noch eingeschottert. Jetzt zum Schluss. Mal gucken, dass ich hier das Klötzchen noch mal drunter lege. Werde ich das Ganze noch abschmirgeln. Und zwar mit 6000er Sandpapier. Wieder haben wir es da. 6000. Dass wir hier oben wirklich eine glatte, schöne Oberfläche finden. Da, wo es halt noch zu viel ist. Wo man sieht, dass da ein kleines bisschen zu viel an der Seite ist. An der Außenseite stürzt zwar nicht, aber die Optik stürzt. Dann kann man das noch ein bisschen beheben, ein bisschen wegmachen, so dass das eben nachher doch irgendwo ein Bild ergibt. Das geht, der Rest ist nachher beim Altern der Gleise sowieso weg und dann beim Verschottern. Aber es muss ja doch ein bisschen annehmbar aussehen. Und dann mache ich das mit dem 6000er Sandpapier, den eventuellen Huckel, den man hier drauf hat, bis er weg ist. Wo vielleicht ein bisschen zu viel Lötzinn drauf gekommen ist auf das Gleis selber. Sollte eigentlich nicht passieren. So. Aber ich möchte auch ganz gerne immer die Ritze zwischen den beiden weg haben noch.
Und jetzt haben wir im Grunde genommen einen vernünftigen Weichenanschluss, meines Erachtens, mit den Rocco-Weichen. Die sind jetzt schön zusammen und jetzt sollte es hier auch keine Probleme geben, dass das wichtig ist mir halt von innen, dass die schön laufen und von oben. Und das ist wirklich ein ganz, ganz klares Bild. Moment. Nehmen wir den kleinen hier, nehme ich mal ein Hängerchen. Wenn wir den jetzt hier drüber schieben, ja, der läuft ganz, ganz sauber. Wenn ich jetzt ein bisschen aufdrücke auf dem Wagen, das sieht man natürlich in der Kamera nicht, dann merkt man da eigentlich gar keinen. Nee, das ist, was man jetzt hier hören könnte, wären jetzt hier die Bereiche, wo man hier in den Plastikherzstück reinkommt. Und dann passt das im Grunde genommen. Und wie gesagt, das hier löte ich immer an, damit die Herzstücken hier drinnen, die sind ja leitend, außer dieser kleine Bereich hier in der Mitte, dass man das Ganze auch schön polarisiert. Das ist zwar vom Haus aus vorgegeben, dass das funktioniert. Jetzt drücke ich die kleinen Laschen hier noch ein bisschen weg, nach unten. So, dass man die auch nicht so sieht. Diese silbernen Punkte, die werden zwar beim Altern nachher sowieso braun mitgespritzt, aber ich möchte es auch nicht, dass die Wagen, wenn die dann kommen, mit den Bereichen, warte mal, das Kabel ist gerade so kurz, ich hoffe, er fokussiert es rein, dass man da eben nicht drauf kommt. Und da sind wir gerade nicht drauf. Also es läuft wirklich ganz, ganz sauber jetzt hier durch und wir haben schön überall den Strom hier drauf. Und wenn wir das nachher auf die Anlage aufbringen, dann, wie gesagt, sieht man das unten sowieso nicht mehr. Das sind ja die Mikrolitzen da. Und gut ist. Die müssen ja nicht viel Strom führen. Das geht ja wirklich nur um diese kleinen, den Bereich hier und um den Bereich. Den Strom selber holen wir hier auf der Innenseite ran und von außen werden sowieso die Gleise eingelötet in die Flexgleise, die wir anschließen. Jo, das war's im Grunde genommen erstmal. Gut, dann machen wir das jetzt mal noch als Nachtrag. Das war zwar in den offiziellen Aufnahmen nicht drin, was ich jetzt hier zeige. Hier ist jetzt die Weiche, die ich in meinem kommt ein Video. Ich habe das eigentlich umgedreht aufgenommen, als ich jetzt wiedergebe. Hier teste ich jetzt im Grunde genommen die Einzelweiche, von der ich ganz am Anfang vom Video mal gesprochen habe, durch, ob die Kontakte alle anliegen und dass ich auch keinen Kurzschluss reingebastelt habe in die ganze Geschichte. Wir haben ja zwar gerade die Doppelgleise, die Doppelweiche gebaut hier im Video. Das war, wie gesagt, die aus dem nächsten oder bei mir eigentlich vorherigen Video, wo ich für meine außenliegende Schleife die Weiche da verlötet hatte. Da habe ich es auch mit Mikrolitzen gemacht. Und da teste ich das jetzt hier mit dem Prüffix durch. Das heißt, hier im unteren Bereich habe ich jetzt gerade angeklemmt und da müsste ja auch dann die immer von hier auf, also rechts unten gesehene Weiche Gleisteil funktionieren. In dem Fall natürlich jetzt das obere, weil das ja den Pluspol oder den Pol jetzt von dem unten Gleis bekommt. Ja, also das ist jetzt das, was nicht geht. Und das muss funktionieren, weil ich ja rechts unten von hier aus gesehen habe, da jetzt angeklemmt habe. Ein bisschen blöd erklärt gerade, aber ich denke mal, das ist eigentlich verständlich, was ich hier mache. Jetzt gehe ich von hier aus gesehen an das linke Gleis ran. Und entsprechend müssen auch alle linken Gleise oder linke Schienen, nicht immer Gleise, ich weil man Gleise sage hier, Schienen natürlich, Schienenstrang, vielleicht sogar noch besser ausgedrückt, funktionieren. Und in dem Fall jetzt alles, was von dort aus gesehen nach oben weggeht, einmal auf der Stelle müsste es jetzt leuchten, ja, da tut es auch, dann da müsste es jetzt leuchten, das tut es auch, und dort unten natürlich da dann von dem Herzstück aus gesehen. Der untere Teil, also der rechte Teil, die Weiche liegt ja schräg, also aber zumindest der rechts untere Bereich müsste jetzt auch leuchten. Das ist ja da, wo ich die kleinen Laschen angeschlossen habe. Okay, dann danke ich dir auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Mach schön gut, dein Aquapainter. Tschüss.